Ja, wir erfahren derzeit in vielen Bereichen unseres Lebens, wie wichtig Wissenschaft ist, wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht oder auch um die Bedarfe einer wachsenden Weltbevölkerung oder wenn wir aktuell auf den Umgang mit der Corona-Pandemie schauen. Ohne wirklich verlässliche Erkenntnisse aus der Forschung können wir die aktuellen Herausforderungen nicht meistern. Wir in der Wissenschaft haben aus meiner Sicht daher eine besonders große Verantwortung. Wir sind gefragt, unser Wissen in Debatten und auch in politische Entscheidungen einzubringen. Und wir müssen den Menschen zeigen, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, welche Chancen und vielleicht auch welche Grenzen darin liegen. Es ist wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger der Wissenschaft wirklich vertrauen können. Denn nur mit breiter Unterstützung der Gesellschaft können Forscher frei arbeiten und in der Tat auch neue Ideen entwickeln. Dieses Vertrauen zu stärken ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Wissenschaftskommunikation. Wir wollen uns daher gemeinsam dafür engagieren, gerade auch die Menschen zu erreichen, die bislang vielleicht ja noch wenig Gelegenheit hatten, sich mit Wissenschaft zu befassen. Und dafür brauchen wir starke Partner, wie zum Beispiel Wissenschaft im Dialog, die mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen wirksame Strategien und Formate für die Kommunikation entwickeln.